schweren Sachen Bus transportieren oder so, wenn du Großeinkauf machst. Weißt du, was auch schon nicht verkehrt. Ja, kann man sich gut hinterlassen. Wir nehmen das an der Tür entgegen, aber meine Eltern zum Beispiel bringen es tatsächlich auch in die Wohnung und stellen es auf den Küchentisch. Also, das machen die halt auch, wenn es jetzt nicht so möglich ist. Also generell schon ganz gut. Mittlerweile ist leider der Mindestbestellwert auf 40 Euro, aber sind wir ehrlich, den hast du schnell erreicht. Ja. Da wir auch Getränke immer noch darüber bestellen, das heißt... Ja gut, wenn du deinen Wocheneinkauf da bestellst oder so, ne, dann... Ja, eben. Ja, wir haben heute nur eine Kleinigkeit gekauft bei Edeka mit ein bisschen Süßkram, 55 Euro. Und denkst du, ja, fick dich. Weißt du, das ist abartig. Ja, also es ist egal wie wenig, also unter 50 Euro komme ich auch nicht mehr raus, ne. Und du bist alleine. Das ist... Da muss man sich mal vorstellen, ja. Das ist krass. Und ich muss noch überlegen, ja, gut, so... Die ganzen Sklaven im Keller muss er natürlich noch durchfüttern, ne? Also, achso, ja, stimmt. Sonst macht das Pranken keinen Spaß, wenn die schon tot sind. Die kriegen noch nichts. Da wird immer der eine geschlachtet und an die anderen verfüttert und da muss man wieder nachfüllen. Nee, also es kommt noch ein bisschen darauf an, was man so an Märkten in der Nähe hat. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt hier mit dem Marktkauf-Dingsbumster, der ist relativ groß, der ist eigentlich ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, wir hatten hier noch so irgendwie so einen Rewe, so einen kleineren. Der war früher eigentlich ganz gut, aber mittlerweile ist es irgendwie auch nichts mehr. Gerade auch was so Obst- Gemüsezeug angeht, ne? Und da spielt es dann schon auch immer so ein bisschen eine Rolle, was man so in der Nähe hat und auch wie gut die sind, ne? Weil das ist ja auch nicht immer Edeka gleich Edeka, ne? Kommt ja auch immer drauf an, wie groß der ist, wo der ist. Ja, klar. Ich hatte tatsächlich schon gesehen, wie Mitarbeiter bei unserem Edeka verschimmelte Tomate oder was das war aus dem Obst genommen hat und einfach wieder zurückgelegt hat. Weißt du, wo ich mir denke, ja, fick dich, mach deinen Scheiß ordentlich hier. Oder wenn du dann in die Ecke kommst und dann die Fruchtfliegen im Tausenderbündel da durch die Luft wabern. Ja, ja, die kannst du auch kaufen, ja. Ist kein Problem. Da kriegst du oft mehr Fliegen als alles andere. Lustig ist ja auch, dass das, also der super, danke, der Supermarkt. Da war einer. Keine Ahnung, warum der da war. Wie hat der Bug den Kill gekriegt an den? Weg mit euch! Da ist da drüben einer, okay. Ich hab gerade noch einen weggehen gesehen, aber nicht mehr erwischt. Weg mit euch! Alles weg! Oh, das ist ein Kill. Macht nix. Warte. Wenn ich nochmal 10, dann kann ich ihn beschützen. Kannst du auch beschützen, wenn du nix siehst? Stell dich nicht so an. Meiner halt kaputt. Gut, Volva, ist das meine Ärztin? Wie heißt das so ähnlich? Nein. Was bist du denn für Ärzte? Ärzte, die reden wohl spielen. Der Anfangsbuchstabe ist gleich, das war's. Das reicht ja wohl auch. Dann muss es dieselbe Person sein. Tja, wenn wir wüssten, wo sie jetzt sind, ne? Ja, wenn man das wüsste. Das ist echt. Wir werden es niemals erfahren. Ja. Also dafür, dass wir die gerade so hart überrannt haben, werden sie bestimmt noch da oben sein. Das war so ein immerhin, das war immerhin so ein eingetötet. Ja, das war so ein berauschendes Erlebnis für sie, das müssen sie direkt nochmal haben. Guna, woher weißt du das? Ja. Oh. Ja, die haben halt den Bug getötet und damit haben sie natürlich die Chance gesehen zu gewinnen. Klar. Meine Drohne wird weggemacht. Oh, meine auch. Fahr, Gunnar, fahr! Der kranke Bastard verfolgt mich. Er wirft Granaten hinterher! Nein! Nein! Okay, wir haben verloren. Keine Chance mehr. Das war's. Thema durch. Tschüss, es war nett mit euch. Okay, mit Windows. Da hat immer ein Fenster aufgemacht. Ja, hier sind überall... Löcher, aber... Sag ich doch. Scheiß Spawn-Peaker.
Sequential Breach. Aber na sicher doch. Danke dir vielmals. Hallo. Close Prime. Kein Herz, er verfügt sich zum Kasten. Deine Ärztin habe ich getötet. Ach, das ist ja gut. Ist da unten irgendwas, Liebling? Nee, hier ist nur ein Hologramm, das habe ich gerade gehackt. Da war Valkyrie. Ja, läuft ja. Nee, wir machen es nicht gut. Was ist das? Ah, sorry. Auf Red Stairs hier. Auf der Ostseite höre ich so. Stöhnen. Da kommt ja nicht durch, so Claymores. Wo ist der? Ah, okay. Gut. Ich hab da zwei Claymores an die Tür gestellt, der wäre da niemals reingekommen. Zumindest nicht, ohne sich anzukündigen. So, jetzt. Aber jetzt haben sie es gelernt, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Ja, ich weiß nicht, der Random von uns ist wieder gestorben, ne? Ja gut, das echt? Stimmt. Ja. Ja, okay, Garagentor war auch auf. Also aufgeschlossen, keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Ja, aber es war auf. Das ist so, der eine opfert sich als Menschenopfer, um die Götter gnädig zu stimmen, damit wir gewinnen können, weißt du? So! So funktioniert das. Na okay. Gut. Das ist die alte Aztekentaktik. Stimmt. Das ist auf sein Gunnar knallt erstmal mein Herz zu, was ist da los? Und die kommt wohl auch nicht wieder, die hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wie gut, dass ich heute meine Krankmeldung abgeholt habe. Ja. Ey, bei uns haben sich auch wieder so viele krank gemeldet heute. Das ist so die Seuche, ehrlich. Oh, der Daniel hat auch erzählt, dass... Kann gar nicht sein. Daniel hat auch erzählt, dass irgendwie 20% seiner kompletten Belegschaft einfach krank ist mit Corona, Mantelentzündung, ja. Also und Quark. Einfach nur heftig momentan. Ja, also das ist schon echt übel gerade in letzter Zeit. Aber das heißt, es ist ja auch voll umgeledert, also Vollgas. Oh, Frost haben sie. Geil, erstmal Frostfallen entschärfen. Drei Leute sind gerade in der Küche. Gut, wenn er da reingeht, stelle ich keine Dings da drin. Weiß Bescheid. Was ist hier so los? Schau. Ist alles? Machen wir hier eine Claymore hin und an den Schild stelle ich auch mal eine Claymore, falls da einer drüber springt, weißt du? Dann mache ich hier mal auf. Schade. Ich habe einen Schreien gehört, aber bin ich schnell genug rumgekommen. Kommt raus. Scheiße. Von wo? Aus der Küche raus. Oh, jetzt haben müssen, ich Idiot, ey. Ah, Wand ist entstromt. Jetzt ja, haben wir leider keinen Vollwein mehr. Nein, aber kannst du nicht abschneiden? Ja, achso, ich kann breachen, ja, stimmt. Muss mal alles selber machen. Jetzt haben müssen. So ein Scheiß. Hier ist einer. Nein! Was holt mich hier? Wo war die denn? Die hat mich gesehen. Wow. Untergang. Ein Dreck. Hier ist Frost. War. Kaid ist in der Küche. Ja, rechts von dir die Claymore ist weg. Hier ist immer noch Frost. Frost ist da. Da. Scheiße. Warte. Ich glaube jetzt in der Kneifzange hätte ich beinahe gesagt, in der Zwickmühle. Ach, das ist aber richtig schlecht. Fuck, Mann. Das war jetzt ärgerlich.
Ja, die kamen jetzt beide gleichzeitig, das war jetzt irgendwie blöd. Ich hatte auch die Löcher, ja, da sind so viele Löcher drin, ich konnte da nicht mehr weg aus der Ecke, das war jetzt... Wollen wir in die Küche? Ja, viel nee, wir zeigen jetzt noch, wie es geht da oben, oder? Aber so. Wir haben... Aber, ja, Qua auch, also... Entscheidet euch. Eigentlich ist ja egal, die haben jetzt ja dreimal nicht das gleiche genommen, deswegen, ne? Ja, weil sie aufgeheult haben, als sie dachte, okay, das geht nicht, die sind einfach zu hart. Die pushen so heftig. Ich kann nicht jeder gepusht zu haben. Okay. Secure the bomb. Okay. Ich auch nicht, die waren schon alle tot, bevor ich überhaupt auf dem Dach war. Wer kann denn da noch von Pushen reden? Ich finde nicht. Will ich da ein Loch haben? Ich glaube nicht. Wir hatten das gemacht. Doch, das war ich. Das ist ganz gut eigentlich. Echt? Ja. Ich weiß ja nicht. Oh. Down to 10 seconds. Down to 5 seconds. Bomb located by Op 4. Keep it deployed. Adding my plus 1 position. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Deckung. Svegegula? Ja. Das Fenster beim Klavier. Seite. Das klang, als ob er sich reinschwängelt, hat aber gar nicht. Ich hab den beschossen und er lebt noch, es gibt's gar nicht. Okay, ich hab den Doc, will ich heilen. Gehört. Ja. Thanks buddy. Ja, Fenster aber noch einer. Beim Klavier ist einer reingekommen. Haben. Hier oben kommt Glass, glaube ich. Alter. Oh, hier. Das Fenster. Ich werde so gemeldet von dem Rekruten, ne? Ich bräuchte Heilung. One out, four remaining. Ah, der ist weg. Mach mal zu. Der Doc hat mich tatsächlich geheilt. Der passt auf. Der guckt mit. Ist gar nicht verkehrt. Gar nicht mehr gewohnt. Ist er drin oder ist er noch auf dem Dach oder wo? Nein, nein, der hat über die Theke reingeworfen hier. Das ist unter der gefährlichen Luke. Alles klar. Also ist gefährliche Luke reingekommen, ist da eine Ecke. Der war jetzt aber instant auf mir drauf, hey, alter Schwede. Der springt runter, geht in die Ecke und sofort gewusst. War ein bisschen verdächtig. Egal, platt gemacht. Easy. Ja. Und ich werd vom Rekruten gemeldet worden sein. Ich hab den einfach, du hast gesagt, der ist an einem Klavier rein, ne? Mhm. Und hab dann durchs Blatt einfach ungefähr auf die Richtung geschossen, Headshot. Ja. Der war halt auf mich fokussiert. Killgeil. Killgeiler Bastard. Was ist denn hier los, ey? Ich glaube, der Gunnar hat was getrunken. Nee. Leider nicht. Ich bin nur so freudig erregt, weil es eine kurze Woche ist. Mit Feiertag und Brückentag. Oh. Und ein Tag ist schon rum. Oh. Bleibt nicht mehr viel Tag übrig, an dem man leiden muss. Das ist korrekt. Ich habe auch, ich habe jetzt die ganze Woche ja frei, weil ich Krankenschein habe. Ja, aber ich hätte auch Donnerstag auf meiner frei. Ich nicht. Muss Freitag ran. Die Anja auch. Ich auch. Bleiben wir zusammen. Ja. Irgendeiner muss ja das Land am Laufen halten, ne? So sieht's aus.
Aber es ist schon krass. Das ist ja draußen, da stand einer. Und ich habe ganz gemütlich, also der hing ja draußen bei dem Fenster, der Typ. Hab ganz gemütlich gezielt und schieß auf den. Hat den gar nicht interessiert. Jetzt hätte ich Kugel bei dem gar nicht angekommen. Securing door! Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Da war eben noch irgendwo eine Drohne, habe ich gehört, aber. Ich weiß nicht wo. Das ist eine ganz gefährliche Wand, die muss zu. Secure the wall! Ging es hinter mir her? Ich habe schöne Kieber-Barriere einfach an die Wand geworfen, für den Größte. Bei mir ist was. Über dir? Ja. Für Schritte zumindest. Door barricaded! Aber, weißt du, dieses Soundsystem, man weiß ja nie. Doch, da ist einer. Ja, über der Küche ist einer gestorben. Dining Room, half HP. Das? Dining Room? Was ja, ein? Über mir. Au. Fusen im B. War ich was, Scheiße, diese zwei. Da sind so einige oben, in der die großen machen. Halle was los? Da ging es ein 19. Mal sehen, das Spot bleibe ich erstmal. Wo kommt das her? Ja, Jin kann auch durch, Jin kann durch den Boden flashen. Die kann die Ladung noch anbringen wie Fuse. Hm. Vorsicht, Lukas auf. Okay, jetzt bewege ich mich. Jetzt kommt da einer, wenn ich mich bewege. Die Tür ist übrigens zu deiner Richtung, Volver. Ich glaube, die dicke. Reload. Headlock. Ich glaube, da ist noch einer, Volver. Bei mir im Kühlschrank ist einer. One friendly remaining. Verdammt. Einer ist drinnen im Kühlschrank. Ja. All friendlies were eliminated. Ich glaube, das ist die andere Richtung gegangen. Scheiße. Das war jetzt auch bescheuert, ich hätte warten sollen. Der muss ja planten oder so. Was soll ja kommen, ne? Was will er machen? Oh, ey, die Schrotze. Der war überhaupt nicht an mir dran. Ich war trotzdem mit einem Schuss down. Also der hat gar nicht auf mich gezielt. Okay, was jetzt? Fireplace Reading. Oh. Ich hätte warten sollen, weil entweder fängt er, muss er bloß planten oder er muss halt kommen, ne? Kann man eigentlich im Kühlschrank planten oder muss man aus dem Kühlschrank raus zum Planen? Man muss raus, oder? Der muss raus, ja. Der Kühlschrank ist ein eigener Raum. Ja, es war bescheuert, dass ich es nicht mehr geschafft habe, dazu zu machen. Deswegen mache ich den eigentlich auch gerne am Anfang komplett zu, dass, selbst wenn sie da reinkommen, weiß, ist erstmal egal. Ich kann mich jetzt leider nicht noch ein drittes Mal unten an die Tür stellen. Ich kann schon, aber dann sterbe ich halt einfach. Das ist auch doof. Seconds remaining. Down to 5 seconds. Ah, weiß ich nicht. Wie ich unbedingt zu sein sollte. Neben mir reinseilen, aber hier ist gar keiner oben. Was ist für ein satanischer Scheiß? Ich glaube, beim Weihnachtsbaum ist einer. Da bin ich. Ach so. Aber unten an der Tür ist einer. Die drohen da rum. Ja, hier ist irgendwo der Brenntyp. Der Maverick oder was? Boah, da kam er in dem Moment, Alter. Schade, schade, schade. Ist einer unter der Treppe? Hey. Ja, das war er. Ich zieh ihn hier.
Ja, ist immer noch einer. So? Jetzt. Oh, scheiße. Jing hat mich hier unten an der Tür. Diffuser located. Nein, im. Am Fenster und hinten bei Trains ist einer drin. Scheiße, den bei Trains hätte ich haben müssen. Nein! Scheiße. Das ist ja nicht cool. Wo sind die? Rosa ist im Fireplace-Raum da. Genau da drin. Zumindest noch für Chaos gesorgt. Hose hätte ich fast gehabt, aber da war die Waffe leer. Scheiße, ey. Da hatte ich auch keine Zeit mehr, auf die Schrotze zu wechseln. Ich hätte die mit der Granate haben können, aber genau in dem Moment nimmt ich Fuse weg von der Seite. Ja, das ist Scheiße. Auch so ekelhaft, ey. Jing hat mich einfach weggenommen, als wäre das Leichteste von der Welt gewesen. Werde von der Seite angeguckt. Und so ein Fiedervieh. Zu Recht. Das für mit seinem Blick sagt, Alter, warum hast du es nicht geschafft? Ja, und jetzt süß zwinkern, ist klar. Naja, wenn man halt erst losläuft, wenn schon alles vorbei ist, dann... Ich hab auf ihn gewartet. Wir spielen die ganze Zeit gegen vier Leute, ne? Das ist schon ein bisschen arm, ey. Your drone has found a bomb. Oh, Küche nochmal, okay. Ja, das waren aber jetzt oft so Dinger, die haben schon wieder, bevor man überhaupt nur ansatzweise in der Nähe war, schon wieder gewusst, von wo man kommt und so. Also weiß ich nicht, war ein bisschen... Manche sahen ein bisschen merkwürdig hier. Wenn man überlegt, wie scheiße es in den ersten drei Runden waren, ist es schon sehr verdächtig. Mal gucken. Insertion in 10 seconds. 5 seconds before insertion. Oh, oh. Ah. Make your way to its location and defuse. Badum. Ah, you spoke. Okay, am Weihnachtsbaum ist keiner. Ist nichts verstromt, zumindest hier in der Richtung nicht. Smoke muss die Treppe hoch sein, am Weihnachtsbaum und so ist er nicht. Die Wand ist da auf. Da hat auch einer geschossen gerade hier. Tatsächlich. Hinter dir ist eine Kamera, Igel. Hinter dir ist eine Kamera. Hier sitzt Doc, direkt hinter der Theke. Boah! Der mit der Schrotze, ey, Wahnsinn! Reload! So gar nicht. Einen kann ich scannen. Oh, Doc ist in einem Eckraum. Einer ist hier auf dem Flur zwischen uns, Igel. Café. Oh ja, ich höre ihn. Ja, genau der. Doc ist hier, ja. Ja. Der ist hinten durch. Scheiße. Eine Minute, zwei Gegner. Okay, ganz ruhig. Friendly, last operator standing. Oh, jetzt war der hier vorne am Eingang B, glaube ich. Ja, ja. Ist er weggelaufen. Du hast, du kannst das scannen, ne? Ja, nur wenn ich die Füße sehe.
20 Sekunden. Boah, ich hätte gedacht, dass wir das verlieren, ey. Knapp immer davor, ey. Der war da hinten, der war viel weiter rechts markiert die ganze Zeit. Aber stand der schon die ganze Zeit da links? Weiß nicht, der Ping ist auch ein bisschen strange. Weil der war eigentlich eher so in der Mitte und der rechten Hälfte von dem... von der Baugruppe da markiert dahinter, weißt du? Und nicht ganz links. Und der war jetzt die ganze Zeit schon ganz links. Weiß ich nicht. Kann sich auf nichts verlassen hier, ey. Ich kann den gar nicht loben. Weil er schon weg ist. Ach so. Dann kriegt der Gunnar was. Danke, dass ich deine zweite Wahl sein darf. Nigel kriegt gleich was. Der eine hat wieder nicht gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich auch. Ich muss mal warten, bis ihr fertig seid. Vorher kann ich gar nichts drücken. Da stand schon ganz lange 3 von 4. Ja. Schon 10 Minuten lang, mindestens. Eieiei. Ich glaube, ich zieh mal die Jacke aus, da muss es gelegen haben. Zieh dich mal aus.